Julius ist Online-Con, Tag 3, Rätsel 9, die Verwandlung. Wir müssen ein Tier auf diesem Bild hier irgendwie identifizieren und dafür gilt es, ein Gitter mit farbigen Feldern zu füllen. In Fachkreisen nennt man sowas ein Nonogramm. Das ist aber eine etwas ungewöhnliche Form von einem Nonogramm, denn da sind normalerweise immer Zahlen für jeden farbigen Block vorgesehen. Hier ist nur die Summe der farbigen Blöcke jeder Zeile und jeder Spalte angegeben. Und als besondere Information noch, wenn diese Blöcke zusammenhängend sind, sind sie mit einem Kreis versehen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal uns auf die eingekreisten Dinger konzentrieren und am besten auf die, die sehr groß sind. Hier die 13 zum Beispiel. Es sind insgesamt 14 Felder, das heißt insgesamt 13 davon sind blau und einer ist gelb. Wir wissen noch nicht, ob die 13 unten anfängt oder oben. Egal wie, sie muss von hier bis mindestens hier verlaufen. Und das Gleiche gilt auch für die 12, nur dass die ein Feld weniger abdecken muss. Die geht in jedem Fall von hier bis hier. Die 8, da gibt es nicht ganz so viel Überlappungsbereich, das geht nämlich nur von hier bis hier. Mehr wissen wir jetzt darüber nicht, aber dadurch haben wir auch schon diese 3 und diese 3 und diese 2 bis zu dieser 1 hier unten alle abgedeckt. Die sind alle schon komplett ausgefüllt, mehr blaue Felder gibt es in dieser Zeile dann jeweils nicht mehr. Und die 4, da wissen wir sofort, aha, das sind die 4, die zusammenhängen müssen. Denn die sind ja umkreist. Also die 4 ist auch schon komplett eingetragen und ebenso die 8. 4, 6, 8. Von hier bis nach hier hinten muss alles blau sein. Sehr schön. Wir haben, wir haben jetzt hier schon einiges eingetragen. Wir können noch mal eben alles löschen, was wir garantiert nicht brauchen. Wir wissen zum Beispiel, dass wir hier diese ganzen braunen Felder nicht brauchen, weil die sind alle auf 0. Machen wir schon mal weg. Wir machen hier die braunen Felder weg, damit wir die gar nicht mehr zu beachten haben. Und die grauen Felder, da haben wir jede Menge, die hier weg können. Die 0 bis hier hinten, die 0 von hier bis hier. Und hier unten haben wir noch eine 0. Räumen wir schon mal auf, dann werden wir nicht so stark abgelenkt. Okay, und natürlich die gelben auch noch, wenn wir schon dabei sind, von hier bis hier. Alles weg, alles weg, alles weg. Und mehr Nullen sehe ich jetzt gerade nicht. So, was können wir denn in jedem Fall noch einzeichnen? Was wissen wir denn? Wissen wir überhaupt irgendwas? Nehmen wir mal die 9 hier. Wir sehen, dass die braune 9 irgendwo hier platziert werden muss. Wir haben aber auch gesehen, dass die braunen Felder hier eine 0 hatten. Das heißt, von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis hier muss alles in jedem Fall braun sein, egal was passiert. Das heißt aber auch, dass diese 7 hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in jedem Fall bis mindestens da geht, von hier unten an. Und für die 3 gilt das hier genauso und für diese 7 gilt es natürlich ebenso. Das ist in jedem Fall ein zusammenhängender Block in braun. Für die horizontale können wir das leider nicht machen, weil hier ist alles nicht zusammenhängend. Da haben wir keine genauere Information, wo sich das alles verstecken kann. Wir wissen jetzt aber auch, dass hier dieser graue Block sich nicht hier befinden kann, denn da wird er gar nicht reinpassen. Ebenso dieser Fünferblock, der muss irgendwo da drüber liegen. Aber wo genau, das wissen wir leider noch nicht. Was können wir denn noch hier entnehmen? Wir wissen hier zum Beispiel, dass ein grauer Dreierblock platziert werden muss. Graue 3 muss also in diesem Fünferbereich hier eingepasst werden, oder entweder von ganz links bis hierhin oder irgendwo weiter rechts oder von ganz hinten vielleicht auch. In jedem Fall, der mittlere muss grau sein, den haben wir jetzt auch schon markiert. So, der blaue Einer hier, der ist schon weg, den können wir schon entsorgen, brauchen wir nicht mehr. Viel mehr ist hier aber auch nicht zu finden. So, was machen wir denn noch? Wir haben hier zum Beispiel eine gelbe 6, die können wir schon mal einzeichnen von 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also dieser Bereich hier ist in jedem Fall schon mal gelb. Damit folgt aber auch, dass diese 4 hier automatisch hier oben liegen muss. Das alles hier ist jetzt also gelb. Damit
können wir absolut nichts Neues hier über die Verteilung sagen. Schade. Wir wissen, dass es hier oben nirgendwo noch einen braunen Block geben darf. Das heißt, alle braunen Blöcke müssen sich hier oder weiter darunter befinden. Wir haben hier insgesamt, achso, ist kein durchgehender Block, ne? Aber wir hier zum Beispiel wissen wir, dass es einen 7er Block hier geben muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das hier alles muss braun sein. Hilft uns wieder nicht, aber es sind wieder ein paar Felder weg. Das ist immer gut. So, was haben wir denn hier noch? Es müsste hier ein Dreierblock irgendwo platziert werden. Wir wissen nicht genau wo, wir wissen aber garantiert, dass er sich nicht hier unten befindet. Was haben wir hier? Wir haben einen Fünferblock, der irgendwo sein muss. Wir haben einen Dreierblock und noch einen Dreierblock. Hilft uns auch nicht. Was können wir denn hier dieser Zeile nehmen? Wir haben hier eine 2, die irgendwo hier an diesem gelben Block hier anliegen muss, weil es ist ja umrandet. Das heißt, der könnte gelb sein, der könnte gelb sein. Alle anderen 12 Felder, von den anderen 12 Feldern müssen alle verbliebenen, hey, was soll das? Müssen alle verbliebenen blau sein. Und genau dasselbe gilt auch für die nächste Zeile hier. Ja, für die 6 können wir leider nicht viel aussagen. In jedem Fall wissen wir jetzt, sie gehen ganz bis nach oben. Damit können wir jetzt unsere gelben hier unten eintragen. Das sind nämlich die hier. Damit haben wir das platziert, wir haben das platziert, wir haben die blauen komplett platziert und haben die ersten zwei Spalten komplett fertig. Wenn wir wissen, dass das ein gelber Zweierblock, der zusammenhängt, ist, dann muss der zweite hier sein. Und wenn wir wissen, dass das ein Fünferblock hier unten ist, dann müssen diese 5 bis hier hingehen. Also haben wir das schon ausgefüllt. Sehr schön. Jetzt wissen wir, dass hier unten nur noch ein Zweier- und ein Fünferblock in Blau und in Braun sich irgendwo verstecken müssen, haben aber leider noch keine Ahnung, wo. Okay, wir sehen jetzt aber hier, ein blauer Achterblock soll sich hier verstecken. Und da wir hier oben blau haben und hier haben und wir nur einen einzelnen Block haben dürfen, müssen die verbunden sein. Also ist das jetzt der Achterblock, den wir suchen. Und das ist der Viererblock, der gesucht war. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben diese 4, wir haben diese 2 und wir haben diese 8 alle schon platziert. Spalte 3 ist fertig. So kann das gerne weitergehen. Okay, wir haben hier in dieser Zeile eine 5 und eine 3. Wir wissen noch nicht genau, ob die 5 links oder rechts liegt. In jedem Fall werden diese beiden Felder hier braun sein. Da können wir uns ganz dolle sicher sein. Hilft uns nichts, aber ist trotzdem schön. So, wo könnte denn noch gelb zu sehen sein? Das Blau hier haben wir schon in dieser Spalte komplett verbraucht. Ups, in dieser Spalte schon komplett verbraucht, weil wir haben, diese 4 sind 1, 2, 3, 4. Das heißt, der Rest muss jetzt ein großer 7er Block sein. Da. 7 ist also auch schon weg und damit bleibt nur noch ein 3er Block nicht zusammenhängend. Also unten einer und hier 2. Haben wir auch gepackt. Damit wissen wir, der 6er Block geht in jedem Fall von hier bis hier hinten und der Rest der Zeile muss dann blau sein. Damit ist diese ganze Zeile hier abgehakt. So. Sehr schön.
Hilft uns das? Natürlich nicht. Wir wissen zumindest schon mal, dass hier unten dieser Dreierblock, der muss zusammenhängend sein von hier nach hier oder von hier oben nach hier unten. In jedem Fall sind das schon mal die drei. Damit sind die zwei hier auf dieser Ebene gefüllt und wir können den letzten blauen Block dieser Reihe dahin machen. Gut. Damit haben wir jetzt hier zwei blaue gehabt in dieser Spalte und eins, zwei blaue. Das heißt, der Rest kann nicht mehr blau sein. Also muss der zehnte blaue aus dieser obersten Zeile dahin gepackt werden und dann verbleibt für den gelben nur noch dieses Feld hier. Damit haben wir eins, zwei gelbe Felder. Wir wissen aber noch nicht, wo das dritte hinkommt. In dieser Spalte hier wissen wir aber, dass es ein durchgehender Dreierblock sein muss. Also das hier und das hier ist jetzt ebenfalls schon gelb und verplant. Den Zweierblock da oben haben wir auch schon weg. Den Dreierblock haben wir auch schon weg. Und die Viererblöcke hier, da wissen wir noch nicht, wo die zu liegen kommen. Was ist denn hier mit dem grauen Block, der hier platziert sein soll? Ein grauer Block. Kann nicht hier unten drin sein, sind wir uns einig. 1, 2, 3, 4, 5. Er muss mindestens hier oder hier platziert werden, von 5 von oben kommend. Und damit bleiben jetzt nur noch drei rote und drei gelbe übrig, die wir hier platzieren können. Ach, die 4 hier haben wir noch ganz ignoriert. 4 ist natürlich dann hier die ganze verbliebene Zeile. Und damit wissen wir jetzt auch, dass der Dreierblock hier oben sein muss. Das ist jetzt der Dreierblock. Okay, hier ist auch noch ein Dreierblock zusammenhängend. Damit haben wir diese Zeile auch fertig, denn wir wissen jetzt, die 5 hier, die müssen zusammenhängend von da nach da verlaufen. Huiuiui, der Einerblock hier hinten ist weg. Der Einerblock kann eingefärbt werden. Wir haben hier in dieser Zeile einen Zweierblock, der aber nicht umkreist ist. Das heißt, die grauen dürfen nicht zusammenliegen. Der hier darf nicht dahin gepackt werden. Das heißt, wir wissen, ein brauner Block muss hierhin. Und hier in dieser Zeile haben wir alles weg, bis auf braun. Das heißt, es kann munter eingefärbt werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 braune. Gut, gut, schön, schön. Oh, was ist denn hier mit dem Fünfer und dem Zweier in Blau? Wir wissen, die müssen irgendwie, also entweder sind diese beiden hier blau oder diese beiden sind blau. Wir sehen aber hier schon, die blauen haben wir für diese Spalte schon erledigt. Das heißt, die beiden können nicht blau sein, also müssen diese beiden hier blau sein. Damit ist diese Reihe komplett fertig, denn wir wissen, die 5 verstecken sich ab jetzt hier in diesem Bereich. 5 kann weg. Damit wissen wir auch, dass das hier die 3 ist. Auch das wussten wir schon vorher. Wir wissen, dass das hier noch die 7 und die 7 sind. Die eine haben wir schon eingezeichnet, die zweite fehlt noch. Und ja, die 8 wissen wir noch nicht, weil die 1 hier noch irgendwo eingezeichnet werden muss. Wir wissen jetzt aber, wo die 5 hier hin muss, denn die 5 ist garantiert in diesem Bereich. Wir haben hier noch eine 3 und eine 2 übrig. Die 2 haben wir schon eingezeichnet, die 3 fehlt noch. Also dieser hier muss noch auf gelb gesetzt werden und damit verbleiben hier 4, haben wir schon gesetzt. 5 brauchen wir, dann fehlt noch einer, kommt der dahin. Die Reihen der noch zu setzenden Punkte hier lichten sich. Wir müssen hier noch einen Dreierblock in Gelb platzieren. Das ist kein sonderlich großes Problem. Den können wir einfach so einzeichnen. Und die zwei blauen haben wir ja sowieso schon verteilt. Das heißt, der einzige Ort, wo noch blaue fehlen, ist jetzt diese Spalte mit der 4 hier. Aber da hier auch eine 5 ist, wo noch was fehlt, ist klar, das muss hier oben sein. Also 4 und 5. Die haben wir jetzt auch gemacht. Damit wissen wir jetzt auch, die 7 wird in jedem Fall dieses Feld sein. Damit haben wir 3 in dieser Spalte fertig. Wir haben die 4 hier fertig und die 2 hier auch fertig. Das heißt, wir haben jetzt nur noch grau und
braun zu setzen. Die 3 hier, ach nee, hilft uns nicht. Die 2, die 1, das hilft uns alles nicht. Wir haben leider keinerlei zusammenhängende braune Blöcke mehr und wir haben nur noch zwei, ja, wir haben eigentlich nur noch einen grauen Block, den man platzieren muss. Egal wo er ist, er muss in jedem Fall in der Mitte dieser Zeile hier liegen. Damit haben wir 2 hier drin und wir wissen, dass das hier schon weg ist und damit können wir hier einen und hier einen und hier welche platzieren und haben diese Reihe auch fertig. Schön, schön. Wir wissen, hier ist eine. Ah, nee, wissen wir nicht. Wir wissen, hier ist eine 2. Das heißt, die beiden dürfen nicht benachbart sein. Darf nicht da dran liegen. Wir wissen auch, hier ist eine 2. Das heißt, hier darf keiner liegen. Hier 2, die nicht benachbart sein dürfen, hilft uns jetzt nicht so sonderlich weiter. Ja, jetzt ist es hier ein bisschen doof. Wir haben hier nur noch 8, die verblieben sind. Das ist offensichtlich ein Fehler. Da komme ich immer wieder an diese Stelle. Diese 8 kann eigentlich nicht richtig sein, denn die müsste umkreist sein. Ich hoffe, ihr habt diesen selben Fehler auch. Oder ich mache immer wieder hier dieselben Fehler. Keine Ahnung. In jedem Fall, ich bin der Meinung, diese 8 gehört bitte markiert. Ja, und jetzt kommt der Punkt, wo ich langsam ratlos bin, denn hier ist es, glaube ich, nicht mehr so ganz eindeutig zu lösen. Also gut, der Fehler hier, der macht ja sowieso schon einiges kaputt, aber jetzt, ja, wir können noch in jedem Fall diese 3 hier deuten, dass in jedem Fall dieses Feld gefüllt sein muss. Damit wissen wir, dass das hier oben nicht braun sein kann, weil die nicht zusammenliegen dürfen. Damit wissen wir, dass der graue hier liegen muss. Und wir wissen, dass der Dreierblock hier nicht zusammenliegend sein darf. Das heißt, hier und hier darf der letzte dieses Blocks nicht mehr liegen. Er muss in jedem Fall hier oben hin. Damit haben wir auch die 6 hier schon platziert. Und hier wissen wir, die grauen dürfen nicht nebeneinander. Achso, da sind schon 2 graue in der Zeile, also muss der braune hier noch ergänzt werden und damit haben wir die Zeile auch fertig. Hier müssen allerdings jetzt noch 3 platziert werden. Da wissen wir jetzt nicht genau wo, wir wissen aber, es muss in jedem Fall ein Feld dazwischen sein. Es könnte jetzt also zum Beispiel diese beiden könnten sein und dafür ist dann das hier frei und hier hinten liegt noch einer. Oder es könnten diese beiden sein und dazwischen ist einer frei. Aber es können in keinem Fall diese 3 hier sein. Das heißt, es muss in jedem Fall dieses Feld gefüllt sein. Das wissen wir aber auch schon, wenn ich mal genau drüber nachdenke, weil hier nicht mehr viel übrig bleibt in dieser Zeile. Und damit haben wir hier jetzt unseren Dreierblock geklärt und damit ist diese 1 auch geklärt und damit können wir diese 2 hier auch klären und damit fehlt nur noch dieses eine braune Feld. Das ist also unsere Lösung. Wenn irgendjemand darauf irgendwas erkennen kann, ich habe keine Ahnung, ich sehe darauf nix, Hund, Katze, Maus. Wir können noch mal versuchen, einmal rauszuzoomen. Ob euch dann irgendwas hier auffällt. Was soll das für ein Zeichen sein? Was soll das für ein Tier sein? Keine Ahnung. Aber in jedem Fall, das ist die Lösung unseres Rätsels.